14-hundertste mit. Wäre ja, wenn sie noch ein Rennen gewinnen kann in ihrer Abschiedssaison, überhaupt die absolut älteste Weltcup-Siegerin aller Zeiten. So knapp dran schon in Sölden. Hat noch 800stel Vorsprung. Aber hier merkt man schon, dass auch diese Kante gar nicht so leicht ist. Aber das ist lieber hat, wenn es steil ist. Also da weiß sie oft zwischen den Toren nicht im Flachen, was sie tun soll. Deswegen verliert sie auch Zeit. Da hat sie zu wenig Muskelspannung beim Schwung. Und je steiler es wird, umso besser wird es für sie. Da wird sie einfach aufgrund ihrer neutralen Stellung am Ski wird sie dann einiges besser, weil der Hang die Geschwindigkeit hergibt. Ja, und schon wieder aufgeholt. 700stel nur noch Rückstand. Und da vielleicht doch noch ein Feierabend vorbeigehen, geht sich aber dann nicht aus im Ziel. 27 Hundertstel am Ende der Rückstand. Und Sie haben es jetzt gesehen, wie viel kann man oben da in diesem Flachstück verloren. Bei ihr war es eine halbe Sekunde. Wir haben schon Rennen hier erlebt, wo es teilweise 6, 7, 8 Zehntel war, die man eben auf den ersten 20 Phasegründen verlieren kann. Genau.